Herzlich willkommen. Ich möchte mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin, Medium und ich beherrsche die Kunst des Kartenlegens. Ich biete Beratungen an, auch Videoberatungen, was selbstverständlich anonym bleibt. Diese Aufnahme ist auch eine Videoberatung, auch anonym, und hier geht's um Geburtshoroskopanalyse. Mein Klient kennt aber die Uhrzeit nicht. Also ich habe nur die Geburtstag ohne Uhrzeit. Wird auch nicht so ausführlich sein, weil ohne Uhrzeit kann ich die Aszendent nicht bestimmen. Ich kann auch die Lebensbereiche auch nicht bestimmen. Was ich aber beschreiben kann, die Wirkung, die Planeten, Sonne und Mond. Und das werde ich auch tun. Mein Klient heißt David, was nicht der richtige Name ist, aber so bleiben wir anonym. Also ich habe einen Nickname gegeben. Lieber David, ich weiß es nicht, ob ich das erlauben darf, du zu sagen, aber ich tue mich leichter, all das zu erklären und ich hoffe, es ist auch in Ordnung. Also du hast mir die Geburtsdatum geschickt. Du kennst dein Geburtsurzeit nicht. Ich möchte aber sagen, es ist möglich, die Geburtsurzeit zu berechnen. Und das kann ich. Ich brauche dazu drei Ereignisse in dein Leben, was sehr wichtig war, schicksalhaft, wie zum Beispiel Heirat oder die Geburt der Kinder oder ein Umzug. Mit drei wichtigen Daten von deinem Leben kann ich zurückrechnen und berechnen die Geburtsurzeit ziemlich genau und dann können wir da orientieren. Aber jetzt bleiben wir mal so bei der Deutung ohne Uhrzeit, ohne Aszendent, weil dazu brauchte ich die Uhrzeit und ich beginne die Deutung. Du bist Samstag geboren. In diesem Tag war Neumond. Je nachdem, welche Uhrzeit, entweder bist du genau im Neumond geboren oder ein paar Stunden vor Neumond geboren. Ich weiß die Uhrzeit nicht von deiner Geburt, deswegen kann ich das nicht genau sagen. Mond bewegt sich ziemlich schnell und da braucht man die genaue Uhrzeit. Aber so viel ist sicher, dass du entweder im Neumond geboren bist oder kurz davor. Und Neumond hat eine Bedeutung. Ein Neumond bedeutet, dass die beiden Lichter Sonne und Mond in gleichen Tierkreiszeichen, in gleichen Gradzahl stehen. Und das war bei deiner Geburt die Jungfrau, also ein Neumond, ein Samstag und die beiden Sonne und Mond waren in Jungfrau. Ein Neumondposition bedeutet, dass die Mond in diesem Tag unsichtbar ist. Warum? Weil Mond hat kein eigenes Licht. Die Mond bekommt die Licht von der Sonne und in einem Neumond kann die Sonne die Mond nicht beleuchten. Also für uns ist es unsichtbar. Und dann entfernt Mond ziemlich schnell von dieser Position und bekommt wieder Sonnenlicht und wir erleben dann als zunehmende Mondphase. Und ein Neumond ist wichtig für uns Menschen, weil in solchen Momenten sollen wir das Licht in uns selber entdecken. Und wo ist dieses Licht? Das ist in unserem Inneren.
Und nicht nur für dich, sondern jeder Mensch, wo im Neumond geboren ist, empfehle ich im Leben, wenn in große Entscheidungen sind, ist immer ratsam zurückziehen und erstmal verinnerlichen. Entweder zur Ruhe kommen oder meditieren oder nach innen schauen und damit in diesem inneren Licht bekommt man mehr Klarheit, kann man besser orientieren, besser Entscheidungen treffen. Und weil dich prägt dieser Neumond, also es ist gut, immer das zu beherzigen, dass du immer wieder diese Ruhe brauchst und daran liegt auch deine Kraft. Und erst dann, wenn du das verinnerlicht hast und hast du die Ruhe dazu und die Kraft, dann kannst du Entscheidungen treffen, etwas in Bewegung setzen oder aktiv sein. Was noch wichtig ist, es ist nicht nur der Neumond in deinem Geburtshoroskop, sondern genau in diesem Bereich befindet sich die aufsteigende Mondknoten. Was ist es? Mond kreist um die Erde. Und diese Mondumlaufbahn ist nicht identisch mit diesem Umlaufbahn, was die Sonnenbewegung ist im 12 Tierkreiszeichen. Diese Umlaufbahn des Mondes und die Umlaufbahn des scheinbaren Bewegung, die Sonne, was nichts anderes ist als die 12 Tierkreiszeichen, was wir als Ekliptik nennen, diese beiden Bahnen, die verlaufen nicht identisch, die verlaufen auch nicht parallel, sondern die Mondumlaufbahn hat eine Biegung. Ich weiß nicht genau, wie viel Grad, da musste ich nachschauen. Also einen bestimmten Grad ist die Entfernung, also das biegt ab. Und dadurch passiert Folgendes, dass die Mondumlaufbahn kreuzt die Ekliptik, die 12 Tierkreiszeichen. Einmal, wenn die Mondumlaufbahn von Süden nach Norden überquert, das ist die absteigende Mondknoten, aufsteigende Mondknoten. Und gegenüber, wenn die Mondumlaufbahn von Norden nach Süden überquert, das ist dann die absteigende Mondknoten. Also einmal die aufsteigende, einmal die absteigende. Und diese Mondknoten haben eine wichtige Bedeutung. Das ist Karma. Natürlich, unsere westlichen Kultur tut sich schwer damit, weil unsere Religion, unsere christliche Religion belehrt das nicht, dass wir wiedergeboren sind. Da sollten wir eher in den indischen Bereich eintauchen und sie arbeiten auch mit diesem Mondknoten. Aber Fakt ist, wir haben im Horoskop das drin, ob wir daran glauben oder nicht glauben. Ich möchte auch nicht religiös sein, überhaupt nicht. Nur erklären, um was geht hier. Die eine Knoten, die absteigende, beschreibt die gesamten alten karmischen Erfahrungen, Erinnerungen, Erfahrungen, Gefühlen, Erlebnisse, Talente, Fähigkeiten, das Gesamte, ein Essenz, was wir in unserem Geburt bekommen. Ich bin sogar fest davon überzeugt, dass die Babys, die Kinder haben noch diese Erinnerung. Aber dann kommt die Erziehung und irgendwann verliert sich dieses Wissen. Es ist nicht mehr in unserem Bewusstsein, aber es ist gespeichert in unserem Seele, also es ist gespeichert in unserem Unbewussten. Und diese karmische Erlebnisse, Erfahrungen, bestrahlt dein Neumond, dein Sonne und dein Mond, was auch ein Sinnbild ist für Vater, das ist der Sonne,
Und Mond ist ein Sinnbild für die Mutter, also Mutter-Vater-Bild erscheint hier. Und das ist diese Neumond-Position im Jungfrau. Und hier genau in diesem Bereich ist dieser Knoten, die aufsteigende Knoten im Jungfrau. Und in diesem Bereich machst du karmische Erfahrungen, weil dieser aufsteigende Mondknoten beschreibt unsere Lernaufgabe, das, was uns noch fehlt, wo wir noch kennenlernen sollen, also ein Neuland. Natürlich hat man da Angst davon, alles, was man noch nicht kennt, ist erstmal unsicher. Und dieser Bereich, Jungfrau, in diesem Position, wo die Neumond ist, genau in diesem Bereich magst du karmische Erfahrungen, Lernaufgabe, etwas Neues zum Entdecken. Und was ist, was du hier als Neues entdeckst? Das ist dein Inneren. Nach innen schauen, gerade bei Neumond, wie ich schon erzählte, wir suchen die Licht in unserem Inneren. Soweit, so gut. Wie könnte ich die alte Karma beschreiben, weil das liegt gegenüber in Tierkreiszeichen Fischen? Die alten karmischen Erinnerungen werden auch hervorgerufen, weil das geht nicht verloren. Das haben wir in unserer Seele, in unserem Inneren und wartet entdeckt zu werden. Und da sind sehr viele Talente, Fähigkeiten, Liebe, Erfahrungen, also sehr viel Schätze da. Aber sind auch Dinge, was uns hindert. Schlechte Gewohnheiten, Gefühlen wie Angst, all das, was uns bremst im Leben, natürlich sollen wir davon verabschieden, loslassen und Platz schaffen für etwas Neues. Und so kann man das ausbalancieren. Warum dieser Mondknoten für dich so wichtig ist? Weil das berührt deine Geburt, dieser Neumond, wo du geboren bist, und zeigt eine Richtung, geh in diesem Weg, bring das in Ordnung, Jungfrau. Analysieren, sortieren, Ordnung zu schaffen. Wo machst du Ordnung? In deinen Inneren. Und damit du da siehst, dieser inneren Licht, brauchst die Ruhe, die Zurückgezogenheit, vielleicht sogar eine Art meditative Haltung. Und das hilft dir immer, die Tage wählen, wenn Neumond ist, weil das ist so dein Tag. Aber wie könnte ich beschreiben deine Vergangenheit? Im Tierkreiszeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen. In Vergangenheit habe ich nämlich da was entdeckt. Diese Vergangenheit, diese absteigende Mondknoten in Tierkreiszeichen Fische, das zeigt mir etwas von deinem früheren Leben, Erfahrungen. Du bist sehr intuitiv. Man muss nur entdecken. Natürlich, weil du im Jungfrau geboren bist, dann neigst du in die Richtung. Aber die Tierkreiszeichen Fischen ist für dich auch wichtig, weil das hast du mitgenommen von früher. Also das ist die Landschaft, wo du dich auskennst. Das sind Intuitionen, Inspiration, alles im Fluss zu bringen, Vertrauen, all das kennst du dich gut aus. Und da sind sehr viele Schätze da. In diesem Mondknoten, diese absteigende Mondknoten, was die Vergangenheit symbolisiert, die alte Karma, was die indischen Astrologen als Drache, als Drachenschwanz bezeichnen, in diesem Bereich wird ein Stern wirksam, bestrahlt dieser Punkt. Und dieser Stern, was dieser Punkt bestrahlt, was für dich die alte Karma beschreibt, dieser Stern heißt Markab. Dieser Stern Markab,
befindet sich im Sternbild Pegasus, die Flügel der Pegasus. Und dieses Sternbild sagt Ehre, Reichtum und Glück. Und das hast du von früher. Das heißt, du hast von früher etwas mitgebracht, oder das sind die Erinnerungen, dass du früher Ehre bekommen hast, Reichtum und Glück. Lebst du jetzt immer noch diese Ehre, dieser Reichtum in diesem Glück? Vermutlich nicht. Wie holst du das raus? Weil das hast an dir, das hast schon erlebt. Und das sind diese Schätze, diese karmische Schätze. Wie befreist du dich, dass du das wieder zu dieser Anerkennung bekommst, diese Ehre, Reichtum und Glück? Das erreichst du, wenn du auf Pegasus konzentrierst. Wer ist dieser Pegasus? Und dieser Markab ist die Flügel der Pegasus, die Befreiung. Dieser Sternbild, dieser Pegasus ist der geflügelten Pferd. Damit ich das besser erklären kann, erzähle ich dazu die mythologische Geschichte. So wird es klar. Es gab einmal eine Königin und diese Königin hieß Cassiopeia. Das ist auch ein Sternbild im Himmel. Dieser Doppel-W im Himmel, das ist ganz leicht zu finden. Das ist Cassiopeia. Diese Cassiopeia hatte eine Tochter, Andromeda. Und Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter sei die schönste überhaupt. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Diese Meeresjungfrauen wurden aber zornig und sie haben beschwert bei Poseidon, der Gott des Meeres. Poseidon schickte die Walfisch in dieses Königreich, die Königin zu bestrafen. Und dieser Walfisch, das ist auch ein Sternbild im Himmel, ging im Königreich, hat nicht so gehandelt, wie Poseidon das gesagt hat, aber dieser Walfisch nahm die Königstochter Andromeda und fesselte in Felsen. Sie war die gefesselte Königstochter und sie hatte auch Angst gehabt, weil in die Nähe war auch Medusa die Furchterregende. Bis dann Perseus kam und mit seinem Schwert schneidete diese Fessel und befreite Andromeda. Die beiden haben auch verliebt. Und dann kam Pegasus, diese geflügelten Pferd, und sie haben dann geritten im Himmel, also geflogen. Das war die Befreiung. Und dein Stern, Markab, ist dieser Flügel. Und dieser Stern, Markab, dieser Flügel, bestrahlt deine alte Karma. Das heißt, da sind die Ehre, die Reichtum, das Glück verborgen. Und das sollte man befreien. Und diese Geschichte Andromeda erzählt noch etwas. Die Ängste, weil oft sind die Ängste, was uns fesselt im Felsen und macht uns unbeweglich. Und das sollten wir abschneiden, so wie Perseus das abgeschnitten hat. Und das ist die Befreiung von Ängsten. Und dann kommt diese Leichtigkeit, was die Flügel auch symbolisiert. Und das ist die Befreiung. Und da in diesem Bereich hast du die Ehre, die Reichtum und das Glück. Und das hast du früher schon gehabt. Und das kannst jetzt auch haben. Das musst du nur befreien. Also das ist die Geschichte dazu. Ich habe das ganz wichtig gefunden, das auch erklären, was das alte karmisch ist, weil deine neue Karma, die aufsteigende Mondknoten im Jungfrau, wirkt auch deine Persönlichkeit und auch die Mutter- und Vaterbild, also etwas im Kindheit. Und ich vermute, dass hier
etwas war im Elternhaus, in Kindheit, wo das vielleicht ein bisschen unterdrückt war und du warst nicht ganz frei, warst nicht ganz du selbst. Und hier besteht eine Lernaufgabe, die Selbstfindung. Und wie findest du dich selbst, wenn du auf dem Neumond achtest, was deine Persönlichkeit betrifft, nicht umsonst bist du am Neumond geboren. Das sagt etwas aus. Das Licht, das Glück, die Ehre, die Reichtum in dein Inneren zum Entdecken. Und dann angstfrei das im Fluss zu bringen. Und mit deinen alten karmischen Erfahrungen im Fischen kannst du das auch, weil die Tierkreiszeichen Fischen bringen etwas im Fluss. Natürlich ist das zwei Fischen. Die eine schwimmt in richtige Richtung und hat Glück im Leben, die andere hat Angst, Angst zum Schwimmen und da entstehen eine gewisse Blockade. Also das ist auch zum Berücksichtigen. Das heißt, im Vertrauen, Vertrauen, dieses Element Wasser, Vertrauen, dass man hier schwimmen kann und mit diesem Vertrauen und angstfrei von Ängsten zu befreien, kommt das im Fluss. Das ist wichtig dazu. Und dieser Reichtum ist in deinem Inneren drin. Da ist vieles zum Entdecken. Also das ist mal diese Neumond und die Mondknoten, weil das wirkt auf dein persönliches, da hast du karmische Lernaufgaben. Dein Sonne und Mond, wie gesagt, es ist Neumond, die stehen im Jungfrau ziemlich nah. Natürlich das exakt zu sagen, wie viel Grad ist die Entfernung. Dazu braucht ihr die Uhrzeit, aber ohne Uhrzeit kann ich das nicht genau berechnen. Aber hier in diesem Bereich, wo dein Neumond ist, im Jungfrau, wird auch beeinflusst von Sternen. Die eine Stern, was bestrahlt dein Geburt, dein Sonne, dein Mond, dein Geburt, das ist Zavia. Und diese Zavia bedeutet Gerechtigkeit. In chinesischen Astrologie wird man gesagt, dieser Stern Zavia, die oberste Anwalt des Gesetzes. Und das ist für mich ein Hinweis, dass du kämpfst um die Gerechtigkeit. Und dass für dich Recht, Gerechtigkeit sehr wichtig ist. Und wenn du Ungerechtigkeit erlebst, dann belastet dich das, wenn jemand ungerecht zu dir ist. Also die Gerechtigkeit spielt eine ganz große Rolle auf dein Leben, auf deine Persönlichkeit, um die Gerechtigkeit zu kämpfen oder verlangen die gerechte Behandlungen. Nochmal ein Stern bestrahlt dein Sonne, Mond und dieser Stern heißt Markeb. Nicht verwechseln mit Markab, was ich vorher erzählt habe. Die eine heißt Markab, andere heißt Markeb. Also diesmal sprechen wir über Markeb. Klingt so ähnlich, aber das sind andere Sterne. Dieser Markeb bestrahlt auch dein Sonne und Mond, dieser Neumond in deinem Geburtstag. Und diesem Stern Markeb befindet sich im Schiff Argo. Das ist ein riesengroßes Sternbild im Himmel, diese Argo. Und mit diesem Schiff sind die Argonauten gefahren, die goldenen Felder wieder zu holen. Also beweglich. Das ist ein Fahrt. Und diesem Markeb hat auch eine Bedeutung. Wohlstand. Durch Handeln und durch Reisen. Da ist dein Schicksal dafür bestimmt. Ich wiederhole, Wohlstand durch Handeln und durch Reisen. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein. Also auch einen spirituellen Weg. Dieser Neumond wird nicht nur von diesen Sternen beeinflusst und von Mondknoten, diese karmische Knoten beeinflusst, sondern Neptun wirkt hier auch. Die Sonne bildet
eine Verbindung zu Neptun. Natürlich die Mond auch noch dazu. Die Mond hat einen Einklang zu Neptun, weil die beiden haben ähnliche Essenz. Beide haben mit Wasser zu tun. Mond beeinflusst unseren Wasserhaushalt im Körper, wirkt auf die Gefühle, hat einen Einfluss auf die Gebärmutter, auf diese Wasser. Mond beeinflusst Ebbe und Flut, die Meeresbewegungen, das ist alles Mondeinfluss. Also auf die Wasser wirkt auf. Und Neptun ist nichts anderes als in der griechischen Mythologie als Poseidon, der Gott des Meeres. So er ist der Gott des Meeres. Also beiden, Mond und Neptun, haben mit Wasser was zu tun. Und unserem Leben, was bedeutet in unserem Leben das Wasser? Unserem Gefühlen, unserem Unbewussten, unserem Träume, unserem Fantasie, unserem Innenleben. Es ist alles Wasser, hat einen Bezug zu Element Wasser, so möchte ich ausdrücken. Und es ist Intuition, Inspiration, Fantasie. Und das ist mal sehr stark und sehr gut, wirkt auf dein Leben, weil du bist sehr intuitiv, du hast intensive Träume, diese übernatürliche Wahrnehmung. Es ist Mystik. Die Sonne möchte da Klarheit. Und es ist nicht immer, dieser Neptun-Einfluss ist immer nicht immer so klar und deutlich, weil Neptun ist ein bisschen wie benebelt, so schon so geheimnisvoll. Natürlich, Neptun hat einen Bezug zu anderen Themen auch, wo man im Leben wie benebelt ist, wie unter Drogen oder unter Alkoholeinfluss. Also das wäre die Schattenseite Neptuns Energie. Und das kann im Horoskop auch etwas wirken, diese Problematik in Familie, besonders wenn das um die Sonne-Verbindung steht, dann kann passieren, dass der Vater Alkoholprobleme hat. Also es schließt es nicht aus. In die Richtung kann Neptun auch wirksam sein. Aber du hast einen sehr schön bestrahlten Neptun und ich würde eher diese durch diesen schönen Einfluss in dein Geburtshoroskop eher die positive Seite Neptun beschreiben. Und es ist schon die Inspiration, die Intuition, die Visionen, die Träume, die Fantasie. Und es ist bildhaft schön. Du musst es nur in dein Inneren entdecken. Also das ist auch ein Einfluss. Hier steht aber gerade in diesem Neptun-Energie auch die Lernaufgabe. Hat aber mit diesem Neumond auch was zu tun. Weil es ist nicht nur schön bestrahlt, sondern hier wirkt, also wirklich positiv bestrahlt und schön. Also ich sehe diese Energie mal vorteilhaft, aber Saturn wirkt mit. Und Saturn belernt uns. Also in diesem Hinsicht hast du eine Lernaufgabe, diese Neptun-Energie zum Entdecken. Es ist nichts Bedrückendes. Es ist keine Hindernis, überhaupt nicht. Das ist Glück, weil du hast die Neptun-Energie an dir. Und das entdeckst du in dein Inneren. Das sind die Fantasie, das sind die Inspiration, deine inneren Stimme, diese Weisheit und die Intuition. All das hast du als Talent. Und weil hier Einfluss kommt von Saturn und Einfluss kommt von Uranus und die holen das raus. Und beide, Uranus und Saturn, ist rückläufig. Wieder alte karmische Erinnerungen. Diese Rückläufigkeit ist ein Hinweis auch zu Karma, hat eine karmische Bedeutung. Das heißt mit anderen Worten, dass in alten Karma du hast Ehre, Reichtum, Glück. Und deine Lernaufgabe ist jetzt, dieser Reichtum wiederherstellen. Dieser Reichtum kommt nicht durch Glücksfälle von außen, sondern in dieser Reichtum hast du in dein Inneren, die inneren Reichtum. Und das sind deine Talente und deine Fähigkeiten. Hier hast du eine klare
karmische Lernaufgabe etwas verändern in dein Leben. Das wird der Uranus-Einfluss. Und Saturn belehrt, hat auch mit Karma was zu tun, der Hüter der Karma. Also hat einen Einfluss auf unsere karmischen Erfahrungen. Wo Saturn erteilt diese Lernaufgabe, entdecke das in deinen Inneren. Und das ist der Hinweis, es ist nicht umsonst, dass du im Neumond geboren bist, weil du sollst dazu, das zu entdecken, wie wichtig das für dich sind, die Neumondtage, wo in solchen Tagen, in solchen Momenten die inneren Licht suchst und genau da liegen die Reichtümer. Und da machst du diese große Reise. Wo du Enttäuschungen erlebt hast oder erlebst, wenn jemand dich ungerecht behandelt, weil du verdrehst die Gerechtigkeit. Und dann kommen verletzten Gefühlen. Das kann passieren, verletzten Gefühlen, Enttäuschungen, wenn jemand versucht, dich ungerecht zu behandeln. Das kränkt dich. Und das muss überwinden und die Ruhe kommen und die inneren Kraft suchen. Und da kannst du einiges entdecken. Also hier bei Saturn und bei Uranus Einfluss ist auch etwas Karmisches durch die Rückläufigkeit von beiden Planeten, weil die beiden Planeten haben eine Verbindung zu deinem Sonne, Mond, zu diesem Neumond und da ist die Mondknoten wieder was Karmisches und auch noch Neptun dazu, wo die inneren Reichtümer zeigt. Jupiter und Mars steht eine wunderschöne Verbindung und da liegt die Kraft. Also du hast Chancen, Möglichkeiten und auch Glück, deine Kraft zu spüren. Und diese Mars-Energie, diese Kraft, auch deine Männlichkeit ist wieder rückläufig, wieder alte Karma. Das heißt, du entweder hast du vom früheren Leben dich schon bewiesen und hast sehr viel Kraft gezeigt und könntest dich durchsetzen, befindet sich auch im Tierkreiszeichen wieder. Aber das ist Kampf. Das heißt, du bist ein Kämpfer Natur, du gibst nicht auf. Und das hast nicht nur in diesem Leben bewiesen, sondern du hast es auch in die früheren Leben bewiesen. Aber jetzt lernst du das bisschen formen, in andere Richtung lenken deine Kraft, weil du bist nicht dazu geboren zum Kämpfen, sondern du bist dazu geboren. Natürlich kann das auch bedeuten, dass man Kriegszeit erlebt und da ist Kampf. Also das kann auch passieren, aber im Allgemeinen, das sind auch deine Kraft an dir, dass du nicht aufgibst, dass du dich durchsetzen möchtest. Und wichtig ist jetzt damit Bewusstsein, dass du diese Kraft hast, das ist auch Lebenskraft, verspricht auch langes Leben, das ist auch die Lebenskraft. Aber diese Lebenskraft ist nicht dafür da, dass du um die Gerechtigkeit kämpfst. Es gibt keine Gerechtigkeit auf die Erde, also gib lieber auf, weil verlierst die Kraft dabei. Es gibt göttliche Gerechtigkeit, ja. Also du musst nicht immer kämpfen, sondern aufhören zum Kämpfen, weil du brauchst die Kraft für dich selbst. All das, was in deinem Inneren ist, das rausholen, das ist die karmische Lernaufgabe, umsetzen und das verwirklichen, das ist die schöpferische Kraft. Eine schöpferische Kraft ist anderes als im Leben ständig kämpfen. Man kämpft. Wenn man versucht, gegen Ungerechtigkeit kämpfen, dann kämpft man mit den Windmühlen. Da Liebe aufgeben bringt nichts. Also hast diese Lebenskraft und auch diese Sieg, das ist wunderbar, dein Mars Energie. Wo Einschränkungen, also bis jetzt habe ich wirklich sehr viel Positives gesehen, auch beschrieben. Jetzt kommen wir auf die Hindernisse. Dein Hindernis sind die Damenwelt, die Beziehung oder eine bestimmte Dame. Es ist nichts Karmisches, aber ich sehe da die Problematik,
Weil entweder im Allgemeinen oder ein bestimmter Name ist für dich eine große Herausforderung, weil das kränkt dich. Und es ist schwierig, das zu beenden. Warum sage ich das? Venus, die Planet der Liebe und auch die Weiblichkeit, bei männlichen Horoskopen ist die Dame oder Ehefrau oder Partnerin, steht in einer Spannung, Verbindung zu Chiron. Und das ist der Schwachpunkt. Chiron zeigt immer an, die Schwachpunkt in unserem Leben, wo wir Heilung brauchen. Und das ist eine große Herausforderung, die Partnerschaft oder eine bestimmte Dame, weil entweder sie kränkt dich oder die Partnerschaft kränkt dich, eine bestimmte Situation bezüglich zu dieser Dame kränkt dich. Und es ist schwierig für dich, da dich durchzusetzen. Und wenn das noch ungerecht ist, dann ist es, wird auch eine Belastung sein. Und genau das ist der Punkt, dieser Schwachpunkt, wo du auch Lernaufgabe hast, da eine Heilung zu bringen. Spielt Pluto auch eine Rolle? Und Pluto ist die Planet, wo alles beendet, loslässt, was stört. Und so bleibt in die inneren Kraft. Das ist unsere inneren Kraft, die regenerierende Kraft, die Kreislauf, das Leben. Das ist die plutonische Energie, diese Kraft, das Leben im Erhalten zu bleiben und verabschiedet alles, was dabei hindert. Das zeigt sich die Natur auch, die Kreislauf des Lebens, die Jahreszeiten. Man braucht diese Ruhe und die Neuanfang. Wie bei Bäumen, die Blätter fallen und dann im Frühjahr kommen die neuen Blätter wieder. Und das ist diese Kraft, das Leben zu erhalten. Das ist diese Pluto-Energie. Und das zeigt dir etwas im Leben, was dich kränkt, dass du da brauchst diese plutonische Kraft. Und das bekommst du nicht von die Partnerin, das bekommst du nicht von die Partnerschaft, weil das so glücklich ist, sondern es liegt an dir selbst. Und es ist, befindet sich alles, also dieser Schwachpunkt oder diese inneren Kraft, wo du auch entdecken sollst, weil da liegt die Heilung. Wo liegt die Heilung? In Tierkreiszeichen Löwe. Die Löwe ist die Heilung. Aber wie könnte ich die Tierkreiszeichen Löwe beschreiben? Das ist das Selbst. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne und das ist unserem Selbst, unserem Herz auch astromedizinisch. Also auf dem Herz hören. Und wenn dich dabei eine Dame bremst, dann ist es wichtig, dass du deine inneren Kraft spürst, eine Heilung bringst in die Beziehung und selbst bist. Das Selbstbild. Und da harmonisierst du alles und dann läuft auch in die Partnerschaft besser. Welche Sternen wirken, aber bevor ich noch so weit komme, ja, jetzt habe ich Venus erzählt, auch diese Hindernis mit einer Dame oder Partnerschaft, aber ich habe noch etwas, das habe ich fast übersprungen. Merkur ist der Planet der Kommunikation. Sprache. Liegt Mars gegenüber. Merkur ist in die Waage, Mars im Widder. Hat auch eine große Bedeutung. Mars ist die männliche Kraft und das hast du und du kannst auch gut durchsetzen. Und das ist nicht nur jetzt, sondern die Mars ist in dein Horoskop rückläufig, also das hast auch hier karmische Erinnerungen. Und diese starke männliche Energie, es wirkt sehr, sehr männlich, sehr stark, weil das im Tierkreiszeichen Widder ist. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Wird auch sehr gut bestrahlt vor Jupiter, vermehrt die Kraft. Das ist Lebenskraft, das ist Männlichkeit, das ist Durchsetzungskraft. Das heißt, du kämpfst dich immer durch im Leben. Das ist sehr gut und positiv. Aber gegenüber von Mars befindet sich Merkur, die Planet, die Sprache, in Waage.
Wie bringst du das im Einklang? Weil ein vage Merkur möchte niemand verletzen. Und das ist die Sprache. Und das ist dein Hin- und Hergerissenheit in dein Inneren. Du spürst diese Kraft, dich durchzusetzen oder mal Nein zu sagen. Oder wirklich, du könntest auch richtig Krieg führen auch. Das ist der Kriegesplanet Ares. Hier dieser Mars, natürlich, das möchte ich jetzt nicht empfehlen, aber so kann ich diese Kraft mal beschreiben. Sehr männlich, sehr kriegerisch, sehr stark, sich zu durchsetzen. Auch die Lebenskraft, dass du in jeder Lebenssituation du überlebst, weil immer Kraft zeigst. Und das ist sehr schön. Und die Sprache kommt nicht mit, weil Merkur befindet sich im Waage. Und im Tierkreiszeichen Waage wird beherrscht vom Venus, von dem Liebesplanet. Und die Waage möchte Harmonie und ja, niemand verletzen. Und da kommst du im Konflikt, weil die Trieb ist da. Kämpfen um die Gerechtigkeit, Kampf um Leben, Sieg zu haben, dich zu durchsetzen, Stärke zu zeigen. Und das kannst du wunderbar, sogar nicht nur jetzt, sondern es sind auch karmische Erinnerungen da. Und wenn das um Sprache geht, kann sein, dass die Impuls ist da und du sagst etwas unüberlegt. Und dann bereust du das. Weil dann kommt die Tierkreiszeichen Waage, wo Merkur befindet, der Planet, die Kommunikation. Und das will alles in Harmonie halten, alles ausgleichen und Gerechtigkeit auch. Und wenn es solche Ausbrüche kommt, dann bereust du das aus, was passiert dann. Dann hast du selbst einen inneren Krieg, weil du hast Schuldgefühl. Weil du denkst, oh, ich habe etwas gesagt, ich habe die anderen verletzt, das wollte ich gar nicht sagen. Und dann fangst mit dir selbst zu hadern. Und dann hast die Mars-Energie nicht dafür, für etwas Gutes zu verwenden, etwas bewältigen im Leben, sondern deine Kraft wird dadurch geraubt. Fühlst du dich kraftlos? Du verlierst die Gleichgewicht und fühlst du dich kraftlos. Wo ist die Lösung? Die goldenen Mitte. Wenn das angebracht ist, dass du dich durchsetzt, mal Nein sagst oder sagst direkt deine Meinung, dann stehe dazu. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt hast du ein bisschen übertrieben, und hast etwas Unüberlegtes gesagt, dann vielleicht auch die Mut haben, dich zu entschuldigen. Mars bedeutet auch mutig zu sein. Dann setzt die Mars-Energie, die Kraft und die Mut zu haben, dazu zu stehen, entschuldigen, wenn das gerecht ist. Nur wenn das gerecht ist, nicht um alles entschuldigen, ist nicht gut. Und so kannst du das in Harmonie bringen und das Wichtigste ist, du hast einen inneren Frieden. Ich habe erwähnt Chiron. Chiron zeigt immer unsere Schwäche an. Zeigt genau an, in diesem Punkt hast du eine Schwäche, du brauchst da Heilung, weil da bist du verletzbar. Und das ist bei dir die Löwe, in Tierkreiszeichen Löwe. Und die Einfluss kommt vom Venus, also vom weiblichen Kraft. Kann sein, dass dich eine Dame verletzt hast oder in Partnerschaft fühlst du dich verletzt. Also das ist die Einfluss, wo eher als Hindernis sehe. Also hier zurück mal zu diesem Chiron. Chiron zeigt an, ah, da hast du eine Schwäche. Kein Problem. Da brauchen wir eine Heilung. Und dann ist das in Ordnung, dann ist das geheilt. Und das im Löwe. Und die Löwe, die Tierkreiszeichen Löwe heilt dich. Und die Tierkreiszeichen Löwe vermittelt, stehst zu dir selbst. Achte auf dein Herz.
weil Löwe herrscht in astromedizinisch über unserem Herz und Kreislauf. Und hier im Herz des Löwens ist wichtig die Herzensangelegenheit, dass du danach handelst. Das ist auch wichtig, weil das bringt dir Heilung. Es muss nicht immer um die Liebe sein. Bei Venus muss auch nicht immer eine Dame sein. Das kann auch die Berufung sein, Selbstständigkeit. Venus steht auch für Selbstständigkeit. Dann natürlich, das kann Herzensangelegenheit sein, auch die Berufung. Also es muss nicht immer die Liebe sein. Liebe ist ganz typisch, aber durchaus ist möglich auch, dass hier um Selbstständigkeit geht, weil das ein Herzensangelegenheit ist, die Begeisterung, erfolgreich zu sein, selbstständig. Und da sind die Blockaden, die Hindernisse etwas schwächt, etwas kränkt. Und du kannst dich nicht verwirklichen, weil das kannst du nicht Erfolg bringen, weil die Löwe verlangt eine Heilung. Und das bekommst du, diese Heilung, auch dein Herz, dass du zu dir selbst stehst. Und wie ich schon sagte, wenn so Konflikt geht, wie bei Gesprächen möglich ist, dass du Kraft zeigst und mal Nein sagst und sagst etwas unüberlegt. Und die Waage Merkur bereut das sofort, weil Waage möchte harmonisieren, schön, eine schöne Sprache. Und wenn ein Impuls kommt und du bist wütend, dann kann das sein, dass das anderes klingt. Steht aber zu deiner Natur, also stehe zu deiner Natur und in dem Moment hast mal Wut gezeigt und das muss nicht immer dafür entschuldigen. Das kannst du tun, wenn das angebracht ist. Wenn das nicht angebracht ist, dann lieber nicht, weil dann hast du einen inneren Konflikt. Dieser Chiron, wo du Heilung brauchst, wird bestrahlt von südlichen und nördlichen Aselius. Wer sind diese Aselius? Das sind zwei Esel. Jetzt nicht missverstanden, ist es nichts Negatives. Diese beiden Esel, die waren Helden. Ich erkläre dazu die Geschichte, so kann man besser verstehen. Es gab einen Krieg zwischen den Göttern und zwischen den Titanen und Giganten. Das waren die Riesen. Und bei dem Götter kämpfte Vulcanus, der Feuergott. So war auch bei Römer verehrt, der Gott der Feuer, die Schmiedekunst, die Waffenherstellung. Und das hat nicht so gut ausgeschaut für die Götter, weil die Titanen waren schon am Gewinn. Bis dann die Esel kamen, zwei Esel, und sie haben angefangen zum Schreien. Und die Titanen haben diesen Klang noch nie gehört vorher und sie haben so Angst bekommen, dass sie davongelaufen sind. Und so haben die Götter den Krieg gewonnen durch diese beiden Esel. Und sie waren so dankbar, dass die gerettet haben und sie haben den beiden Esel im Himmel gesetzt. Das ist die südlichen Esel und die nördlichen Esel. Aselius, südlichen Aselius und nördlichen Aselius. Und diese Geschichte sagt Folgendes: Wenn das angebracht ist, dann schreie laut. Und nicht an die Waage-Energie jetzt denken, weil das bremst dich. Oh ja, niemand verletzen, ich darf das nicht sagen. Doch da bringst es ihm Heilung. Du brauchst es. Diese beiden Esel zeigen dir in diesem Punkt, wo deine Schwäche liegt, wo die Heilung braucht. Dann sei mal ein bisschen laut. Oder schrei mal, wenn das angebracht ist. Ich meine nicht, dass man ständig kämpfen soll und rumschreien. Überhaupt nicht. Wir sollen zu unserem Selbst stehen und in Harmonie bleiben. Ich bin sehr friedlich. Aber es gibt Situationen, wo nichts hilft, diese ständige alles in Harmonie halten, sondern wir dürfen manchmal, wenn das gerecht ist, wenn das erlaubt ist, also angebracht ist, dann dürfen wir mal erlauben,
bisschen lauter zu werden. Und da liegt deine Heilung, weil so stehst du zu dir selbst und dann kommen diese verletzten Gefühle nicht. Und kein Schuldgefühl, wenn das ab und zu mal passiert. In diesem Bereich befindet sich auch Pluto. Und Pluto, habe ich erklärt, das ist die innere Kraft, diese regenerierende Kraft. Und so kann Pluto alles im Leben halten, wenn konzentriert am Kraft bleibt. Und alles verabschiedet, was zum Absterben ist. Ich habe das in Natur erzählt, wenn die Blätter fallen, dann kommt die Winterzeit und die Natur ruht sich und Frühjahr kommen die Blätter wieder. Das ist dieser Kreislauf. Aber damit im Frühjahr neue Blätter wachsen können, muss erstmal im Herbst das abfallen. Also etwas geht zu Ende und kommt etwas Neues. Das ist dieser Kreislauf, diese inneren Kraft. Und da hast du auch eine Lernaufgabe, diese Spannung zum Harmonisieren oder in Ordnung zu bringen, weil Pluto bekommt auch einen Einfluss von die heilige Futterkrippe, heißt dieser Sternbild. Und diese Futterkrippe haben diese beide Esel gefressen. Also das ist die Ernährung. Und entweder bedeutet, achte auf deine Ernährung, kann auch bedeuten, dass du nicht jede ernähren sollst und um alles kümmern, sondern bleib konzentriert an dir selbst und schau mal, dass dir gut geht oder deine Familie gut geht. Also lass dich nicht ausnützen. Nicht jeder braucht von dieser Futterkrippe sich was nehmen und da bleib konzentriert im Kraft. Merkur haben wir besprochen, dass im Waage versucht, alles schön, es ist natürlich wunderschön, wenn die Sprache, die Wortwahl und die Kommunikation schön ist. Also Waage kann sehr harmonisch und sehr schön wirken oder kann auch bedeuten, dass hier Talente gibt zum Schreiben etwas, diese künstlerische Begabung zum Schreiben. Also das ist auch wunderschön. Aber wenn das im Mars-Einfluss steht, dann brauchst auch dieses Gleichgewicht. Und das habe ich beschrieben, kein Schuldgefühl, wenn du mal lauter bist. Und dieser Merkur im Waage hat auch einen Einfluss von einem Stern. Und dieser Stern heißt Foramen. Und dieser Foramen befindet sich im Sternbild Argo, das haben wir schon gehabt. Argo, dieses große Schiff, wo die Argonauten die Reise gemacht haben, das goldene Feld wieder zum Holen. Und dieser Foramen ist wie ein Schlüssellok in diesem Schiff. Und rundherum gibt's so Nebel im Himmel. Das sind so kleine Sterne, so Sternnebel. Und so in diesem Nebel befindet sich dieser Stern, und es ist, man wird das so beschrieben, das ist wie Schlüsselloch in diesem Schiff. Das heißt, mit richtigen Sprache kannst du die richtigen Türen öffnen, die richtige Kommunikation, die richtige Auftreten, die richtige Kontakte. Auch wenn das benebelt ist, so undurchschaubar erscheint, du hast die Möglichkeit, immer die richtigen Leute anzusprechen oder die richtige Auftreten, dass bei dir immer dann Türen öffnen und so kannst dieses Schiff Argo in Bewegung setzen. Mars, wo deine Kraft liegt, und das ist sehr schön, weil das ist sehr männlich, sehr kraftvoll auch, hat einen Einfluss auch von einem Stern und dieser Stern heißt Baten Kaitos. Dieser Baten Kaitos befindet sich im Walfisch. Die Geschichte habe ich vorher erzählt bei Andromeda und Perseus. Das ist dieser Walfisch, wo Andromeda bestraft hat, dieses Sternbild. Und hier befindet sich dieser Baten Kaitos und bestrahlt dein Mars. Dieser Baten Kaitos bedeutet erzwungene Ereignisse und da Widerstand zu leisten. Beeinflusst dein Leben. Das heißt mit anderen Worten, dass du stehst in dein Leben immer wieder mal zu Ereignissen, wo jemand versucht, dir etwas vorzuschreiben oder versucht, sich in dein Leben zu einmischen.
Und hier besteht auch eine Lernaufgabe, mal Nein zu sagen. Du musst nicht immer gefallen lassen, weil jemand versucht, dich etwas vorschreiben. Weil hier versucht, also so beschreibt dieses Stern erzwungene Ereignisse. Jemand versucht, dich etwas aufzwingen und etwas befehlen. Und hier mit dieser Mars-Energie ist die Aufgabe, da Kraft zeigen und mal Nein zu sagen. Saturn. Saturn ist der große Lehrmeister, belehrt uns im Leben und Saturn ist auch beeinflusst unserem Schicksal. Das ist die Schicksalsplanet. Saturn ist auch der Planet der Karma, karmische Erinnerungen, die Schicksal im richtigen Weg zu lenken, uns zu belehren, das wird es wir im Leben sind, formen können und nicht erst dann, wenn wir schon gestorben sind, versuchen, etwas zu verändern, weil dann ist das zu spät. Das ist einfach zu spät. Also, es ist gut, wenn Saturn uns belehrt und uns im richtigen Weg lenkt. Und dieser Saturn hat auch einen Einfluss von einem Stern und das beeinflusst ein Horoskop. Auch wenn das kein vollständiger Horoskop ist, wie ich schon sagte, ich habe keine Uhrzeit, das ist nur von dem Geburtsdatum. Alkyone bestrahlt die Saturn. Alkyone ist die Tochter von Atlas, das sind die sieben Geschwister, das sind die Plejaden, also Alkyone befindet sich bei Plejaden, dann gibt es auch die Hyaden, das sind die Halbschwestern. Alle sind Töchter von Atlas. Und die weinen, das sind die Regengestirne. Und hier in diesem Bereich, wo die Hyaden und die Plejaden, auch Alkyone, befindet, hier ist die goldenen Tor, die Ekliptik. Die Ekliptik ist nichts anderes wie die 12 Tierkreiszeichen. Und hier ist die goldenen Tor, die Ekliptik. Mir fällt immer ein, die Märchen Goldmarie und Pechmarie. Und hier Saturn, wieder Lernaufgabe, belehrt, zeigt etwas. Saturn, der Lehrmeister, zeigt dir, du befindest dich so wie in diesem Tor, mit diesem Tor, der goldenen Tor, der Ekliptik. Und du entscheidest, welche Richtung gehst. Bist du der Verlierer im Leben oder bist du die Gewinner? Die Leben, welche Tränen fließen hier? Tränen, die Traurigkeit und Zweifel oder Tränen, die Fröhlichkeit, die Freude, die Freudestränen? Und so fehlt mir immer diese Märchen. Sind wir die Pechmarie im Leben oder die Goldmarie? Fließt das Gold hier, das Glück? Oder sind wir die Verlierer, die Leben? Und das ist auch in deinen Händen, welche Richtung orientierst du? Wir sollen immer in die Richtung schauen, wo wir gehen wollen. Da konzentrieren, Ziele setzen, nicht aufgeben, Ziele erreichen. Und jedes Ziel beginnt mit einem Gedanken. Das Denken, Visualisieren, was wollen wir erzielen, den idealen Zustand sollen wir als Ziel setzen, weil das Ziel ist das Weg. Und in diesem Weg bleiben. Und hier bei diesem goldenen Tor, die Ekliptik, entscheidest du. Ist das dein Weg? Hier links, Mitte, rechts, geradeaus, zurück, orientieren. Und hier liegt die Schlüssel. Hier liegt die Schlüssel und das hast auch im Hand. Vorher habe ich beschrieben bei Schiff Argo, dass du durch Gesprächen, durch Handlungen, durch dein Auftreten hast du die Schlüssel immer, die richtigen Tor zu öffnen, hast du das Glück. Und die Richtung ist wichtig, welchen Tür, welchen Weg ist das. Und das ist die Bewusstsein. Und diese Alkyone, das bestrahlt Saturn in dein Horoskop, das kommt von Arabischen und übersetzt heißt es die Königin, die die Bösen siegt. Und dann sind wir wieder bei Ungerechtigkeit. Du verträgst nicht die Ungerechtigkeit oder du hast da Themen, weil jemand dich ungerecht behandelt. Und hier zeigt dieser Stern, lerne,
hier durch Saturn und Alkyone, Lernaufgabe, lerne, du hast diese Kraft, als Sieger zu sein. Alkyone ist die Tochter von Atlas, ist die Königin, aber hier bei männlichen Horoskop, bei dir, als Mann, du bist der König, der die Böse besiegt. Wer ist diese Böse? Die Einflüsse von außen oder deine Ängste kannst auch als böse betrachten. Damit meine ich nicht, dass du ein böser Mensch bist. Das meine ich überhaupt nicht. Sondern diese Angst, das sind Stolpersteine in unserem Leben. Das kommt wie ein trojanischer Pferd. Also da das Gefühl Angst meine ich als böse. Also wir sollen von diesem Gefühlen Angst befreien. Denk an die Geschichte von Persephone und Andromeda, befreien von Ängsten, also die König sein, wo über den Bösen siegt. Und das kannst du, weil die Kraft hast du auch. Jupiter zeigt Glück im Leben, Möglichkeiten und Chancen und wird von Capella bestrahlt. Und diese Capella befindet sich im Sternbild Fuhrmann. Also nimm die Zügel selbst in Hand, setz Ziele, orientiere und so bringst du alles in Bewegung. So könnte ich das Horoskop beschreiben. Ich habe auch die Solarhoroskop angeschaut, was nichts heißt von 1. Januar bis 31. Dezember als Jahreshoroskop, sondern es ist auch Jahreshoroskop, aber ein Solarhoroskop bedeutet, wenn die Sonne die Position erreicht hat, wie im Geburtstag stand, exakt diese Position, dann in dem Moment beginnt ein neues Lebensjahr. Und bei dir das im September dieses Jahres. Natürlich kann ich das nicht genau beschreiben, weil es fehlt die Uhrzeit und so kann ich diese Jahreshoroskop auch nicht genau schauen. Aber eins ist sicher, du wirst selbstbewusster sein, achtest auf die Sprache, denkst auch mehr an deine Wünsche, Sehnsüchte, mehr Kraft, wirst du zeigen, es ändert sich etwas, kommt auch unerwartete plötzliche Ereignisse und hier wieder die Partnerschaft oder eine Dame kann eine Herausforderung sein, aber achte auf deine inneren Ruhe. Das ist mal so für die kommenden Lebensjahre, was am September beginnt, aber sehr positiv, sehr schön, so wie ich ohne Uhrzeit mal erkennen könnte. Lieber David, ich hoffe, könnte ich etwas beleuchten, ohne Uhrzeit auch in dein Geburtshoroskop. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich auch für diesen Auftrag und ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis nächstes Mal. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.